Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Quick Guide. Heute wieder mit einem Filmflipper und zwar Batman The Dark Knight von Stern. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über den Batman 66 und wenn man sich jetzt mal das Playfield hier von dem Tisch anschaut, dann werden einem viele Gemeinsamkeiten auffallen. Also hier auf der linken Seite die Batman-Symbole, hier rechts dann noch der Kran direkt, nur dass da halt der Scarecrow drauf sitzt anstatt der Pinguin. Hinten haben wir auch wieder den Joker-Turntable, der sich zwischendurch wieder dreht. Also wenn man gemein sein möchte, kann man sagen, dass beim Batman 66 eigentlich kein neuer Flipper gemacht wurde, sondern eigentlich nur The Dark Knight ein kleines Facelift bekommen hat. Aber naja gut, wir spielen ja jetzt nicht den anderen, sondern wir kümmern uns erstmal um den Flipper. Wir starten das Spiel und ich muss auch wirklich sagen, er macht auch wirklich mindestens genauso viel Spaß. Ob man jetzt unbedingt die Kohle für den 66er ausgeben muss, ist dahingestellt. Ist natürlich auch irgendwo Geschmackssache, also das muss jeder selbst entscheiden. Wir fangen mal direkt an mit dem Skillshot. Der sitzt auch wieder oben rechts, wie man es kennt. Man kann aber auch hier wieder den Flipperfinger gedrückt halten für den Super Skillshot. Muss man sich auch gucken, was man am besten kann. Hier oben auch wieder mit dem Flipperfinger hin und her. Wenn man den richtigen hat, dann hat man den Skillshot. Hat man alle drei, wird der Bonus wieder multipliziert. Kennt man. Wir haben hier so ein kleines Endspiel, sag ich mal. Das ist dann dieses Bad-Signal-Modus. Dafür muss man hier unten die drei Sachen beleuchten. Hat man die drei beleuchtet, kann man den links auch wieder im Loop bzw. hinten in dem Scoop starten. Und ja, den kann man sich zwischendurch immer wieder mal holen. Wir fangen auch direkt mit dem Batmobil an. Da haben wir hier die mittlere Rampe, man kann das auch direkt sehen. Wenn man die zweimal getroffen hat, dann ist der dritte Schuss fürs Batmobil. Und das ist dann auch wieder so ein Hurry-Up-Modus. Also man muss einmal hier drauf, genau, dann geht er hier links auf diese Brücke drauf. Und dann beginnt der Hurry-Up-Modus. Man kann natürlich jetzt hier links und rechts in den Loops den Jackpot erhöhen. Ja, habe ich jetzt gerade hier nicht geschafft. Aber man muss sich natürlich auch beeilen, dann jetzt wieder in die mittlere Rampe reinzutreffen, um dann auch hinten wieder auf diese Brücke zu kommen, um dann auch Batmobil zu erhalten. Man kann auch hier merken, der Shaker ist auf jeden Fall da und das Ding wackelt ordentlich, wenn der Batmobil Vollgas gibt. Macht Bock. So, um aber in das komplette finale Endspiel zu kommen, muss ich hier alle Hauptcharaktere einsammeln. Scarecrow und Joker haben wir gerade unten schon gesehen. Dafür muss ich den Modus nur anfangen. Ich muss den nicht schaffen. Wenn ich ihn schaffen, also wenn ich die beiden Leute beleuchtet haben möchte, muss ich die beiden Multibälle auch schaffen und die beiden auch einfangen. Wir fangen mit Alfred an. Das ist am einfachsten. Hier auf der rechten Seite haben wir ein Ziel. Einmal dagegen treffen und schon habe ich Alfred. Das Ziel ist aber auch wichtig, wenn ich zum Beispiel in einem Multiball bin, da kann ich mir hier nochmal Add-a-Ball holen. Oder wenn ich jetzt gerade in so einem Hurry-Up-Modus bin, der auf Zeit geht, dann kann ich hier auch nochmal gegenspielen, um mir hier den Timer zu verlängern, um mehr Zeit zu haben. Also das Ziel ist doch wichtiger als gedacht. Commissioner Gordon, da haben wir zwei Ziele. Eins ist direkt beim Kran, hier dieses kleine Stand-Up-Target. Und auf der linken Seite haben wir auch nochmal eins. Damit kann ich diese Mini-Minen aktivieren. Heißt, ich kann mir dann da an einigen Schüssen wieder extra Bonus holen. Sollte man machen, wenn man sich einen Super-Jackpot holt. Aber auch so zielt man neunmal da drauf, bekommt man es auch einfach so relativ schnell geholt. Die nächste Sache ist Harvey Dent. Dafür muss ich eigentlich nur hinten in die Jets rein. Habe ich die Jets oft genug getroffen und den Spinner, dann kriege ich Harvey Dent auch. Kann man zwischendurch auch eine Anzeige sehen, wenn der Joker am Sprühen ist. Noch eine schöne Sache, Rachel sitzt direkt hinter dem Spinner. Ist auch ein kleines Ziel. Muss ich 10-mal treffen, mache ich aber eigentlich auch automatisch. Also ein Multiball und Rachel ist eigentlich auch schon im Sack. Braucht man nicht drauf zu zielen, kriegt man so. Eine Sache, die ein bisschen länger dauert, ist Bruce Wayne. Dafür muss ich hier auf der linken Seite alle Ziele treffen, damit Batman einmal komplett beleuchtet ist. Dann kann ich damit eine Mission starten. Man sieht hier die vier Missionen. Ich kann auch mehrere gleichzeitig spielen, ist auch kein Thema. Ich muss diese Mission auch nicht schaffen. Es reicht, wenn die beleuchtet ist, ich den Modus gestartet habe, dann, wenn ich alle vier durch habe, habe ich Bruce Wayne auch beleuchtet. Nicht so kompliziert. Man kann sich es abholen, hier links in dem Loop. Bad Missions ist jetzt gerade nicht beleuchtet, aber der Mystery Award, hier kann ich auch das Bad-Signal starten. Da muss ich mit ordentlich Schwung rein, weil sonst verhungert mir der Ball unterwegs und fällt in die Jets rein. Hier oben in der Mulde, über den Jets rechts oben, da muss ich rein. Und es empfiehlt sich auch hier wieder, wenn man mehrere Sachen beleuchtet hat, dann sollte man sich auch einfach alles gleichzeitig holen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt den Mystery Award, den wir uns holen. Gleichzeitig nochmal eine Mission, die gestartet wird. Und wir haben zusätzlich noch das Bad Signal Challenge, das gestartet wird. Also hier kann man einiges abholen hier oben. Wie kann ich es beleuchten? Natürlich unten in den Slingshots, links In- und Outlane, kann ich mit dem Flipperfinger wieder hin und her schalten. Habe ich alle vier, ist Mystery wieder beleuchtet. Sollte man auf jeden Fall zwischendurch immer wieder mitnehmen. Lucius Fox ist eine Sache, die ein bisschen länger dauert. Dafür müsst ihr rechts oben in dieses Mini-Playfield rein. Da kommt ihr über die Rampe hoch.
Problem ist nur, jeder dritte Rampenschuss ist wieder im Batmobil-Modus. Das heißt, ich muss die Rampe mindestens 20 Mal hochknallen, damit ich Lucius auch beleuchtet habe. Also die Sache dauert mit am längsten und wie gesagt, Bruce Wayne und Lucius Fox dauern. Ganz rechts außen haben wir noch den Badpot Multiball. Der ist fürs Endspiel nicht wichtig, aber kann man auch mitnehmen. Man kriegt da nicht so viele Punkte, eher uninteressant. Aber hier der Scoop mit dem Scarecrow-Modus, der ist auf jeden Fall wesentlich interessanter. Mit einer der geilsten Modi im Spiel. Wie gesagt, wenn ich den Modi angefangen habe, dann ist unten beleuchtet. Wenn ich ihn besiegt habe, dann ist er auch für das Endspiel beleuchtet. Was passiert? Der Kran fährt hier raus und jetzt wechselt er zwischendurch seine Position. Oder natürlich, wenn ich ihn getroffen habe, was man hier jetzt sehen kann. Genau. Und wenn ich jetzt mal nicht direkt dran komme, dann einfach mal sich in Geduld üben, unten warten, bis der Kran sich wieder bewegt. Und wenn er dann wieder eine richtige Position hat, dann abschießen. Gut, ich habe es jetzt hier nicht geschafft, aber ist möglich. So, wenn ich dann alle Positionen einmal getroffen habe, ne, da sieht man ja hier, ist auch alles beleuchtet und man sieht auch, wo der Kran hinfliegt und wo ihn nicht, habe ich alle, geht es in den Multiball mit zwei Kugeln und dann muss ich es nochmal machen, dass ich nochmal jede Position treffe und dann in den Scoop reinknallen. Dann sieht man auch hier, Super Jackpot ist dann beleuchtet. Dann habe ich Scarecrow auch hinter Schloss und Riegel. Man kann sich hier auch einen Extraball abholen, den man sich zum Beispiel holen kann, wenn ich zwei Gadgets gesammelt habe. Also der Modus gibt richtig Punkte. Der nächste Modus, der auch relativ fett ist, ist der Joker Multiball. Dafür habe ich hier links direkt das Drop Target neben der Rampe. Das einmal abschießen. Jetzt ist sozusagen Lock beleuchtet. Jetzt muss ich nochmal da reinschießen. Jetzt habe ich die erste Kugel drin. Und ne, wir kennen das, wenn wir jetzt drei Kugeln auf diese Weise eingeloggt haben, dann zeigt sich der Joker, das Turntable dreht sich und dann beginnt der Joker-Multiball. Und auch hier im Joker-Multiball kann man sich ohne Ende Bonus holen, vor allen Dingen, wenn man vorher die Multiplikatoren freigeschaltet hat. Dann gibt es hier extra viele Punkte, bis zu vierfach, also sollte man auf jeden Fall vorher aktivieren, bevor man den startet. Man kann sowieso mehrere Multibälle gleichzeitig starten. Im Joker-Multiball müsst ihr jetzt wieder diese roten Pfeile treffen und den Super-Jackpot könnt ihr euch nachher wieder beim Joker abholen. Eine Sache, die auf jeden Fall auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass ihr den Modus ja nicht schaffen müsst. Ihr seht jetzt unten links ist der Joker schon beleuchtet, weil ihr den Multiball gestartet habt. Aber wenn ihr jetzt den Multiball schafft, dann ist er auch oben bei den Missionen beleuchtet. Wenn ihr den Modus dreimal gestartet habt, genau wie bei Scarecrow, dann habt ihr den auch automatisch für das Endspiel beleuchtet. Also wenn ihr das nicht schafft, kein Problem, startet den nochmal. Spätestens beim dritten Mal habt ihr dann alle Lampen beleuchtet, damit ihr dann auch ins Endspiel kommen könnt, was sich auch wieder links über den Loop aktivieren lässt. Und da könnt ihr euch nicht nur einen Extraball holen, sondern auch richtig Mille. Also keine Angst, wenn er entkommt, ihr kommt trotzdem ins Endspiel rein. Eine Sache auch noch, wenn ihr euch am Anfang nicht entscheiden könnt, womit fange ich an, mit dem Joker oder Scarecrow, hier in dieser Abschuss-Lane kann man sehen, welcher Bonus aktiviert ist und wenn der Joker-Bonus blinkt, dann sollte man natürlich auch erstmal auf den Joker gehen. Eine Sache, die mir bei dem Flipper überhaupt gar nicht gefällt, ist der Sound. Also man hat zwischendurch Originalfilmzitate von Heath Ledger, das ist auch wunderbar. Aber zwischendurch, also Bruce Wayne und auch Lucius Fox und Alfred, die labern eine Scheiße, das ist unfassbar. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber die sagen auch Sachen, die die auch nie im Leben sagen würden, einfach nur absoluter Quatsch. Also auch gerade, wenn man jetzt in diesem Scarecrow-Modus ist, da ist es wirklich schwer herauszufinden, wer sich jetzt gerade voll hier einen Bart nuschelt, ob es jetzt Scarecrow oder Batman ist. Also da hätte man auf jeden Fall besser machen können, ist wirklich eine Katastrophe, leider. Aber an sich ist der Flipper eine geile Sache. Ich würde sagen, ich habe alles Wichtige erklärt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.